So, our Couchsurfing Host just wanted to say hello as well. Hi, hallo, wie geht's dir? Ich bin Tashia. Okay, auf Wiedersehen. Unser erster Stop, wie sollte es auch anders sein? Ein Bierhaus in Windhoek. Yes, Bier! Heute essen wir mal Springbok, Kudu und Oryx. Also wie gesagt, die Folge, wenn ihr Vegetarier seid oder so, nicht weitergucken. Aber wir essen Fleisch und wir freuen uns auch total drauf, das mal auszuprobieren. Hier gibt es alle möglichen Sachen, also von Eisbein bis zu Kudu-Steak, Bratwurst. Ja, wir haben uns das Essen bestellt und dann schauen wir mal, wie das dann wird, ob das lecker wird. Sagen wir euch auf jeden Fall Bescheid. Kommt! The Oath, yeah. Ja! Ja! Oh, thank you, that looks amazing. You're welcome, I'll just give it to the people and see which one is on. Thank you. Yeah. We have two plates, you can just put the garden side. Yeah, one is nice. Das hier ist Oryx, das hier ist Springbok und das hier ist Kudu. Und dann hat sie uns gerade gesagt, das hier ist Schnaps und den sollen wir davor trinken. Der Schnaps muss runter. Ich probiere jetzt mal den Oryx zuerst. Es ist ein bisschen traurig, weil man dann denkt, die zu essen, ne? Weil wir haben die in Botswana gesehen, die waren so süß. Aber man muss ja alles mal probieren. Ne? Ganz leichter Rind, aber so ein ganz, ganz zarter, neutraler, so leichter Rindgeschmack. Okay, als nächstes den Springbok. Springbok schmeckt ein bisschen mehr wie Rind und der Geschmack vom Fleisch an sich ist ein bisschen stärker als der vom, ich muss gerade mal gucken, vom Oryx. Aber sehr lecker. Das ist Kudu. Kudu würde ich sagen, ist am nächsten zu Rind vom Geschmack. Aber wirklich alles sehr, sehr zart. Aber man muss dazu sagen, wir essen Fleisch nur medium rare. Sehr, sehr lecker. Wirklich. We're gonna go to Kapana, right? And then we'll have a little bit of meat. Have so you can see what the location looks like and how they do things there. And then we'll go across the road, have a beer, and then my dad will take us home. Jetzt fahren wir mit unserer neuen Familie zum nächsten Aussichtspunkt im Winter. Wir freuen uns total. Also wir haben die gerade erst kennengelernt, die Eltern, und das ist so super. Also echt, wir fühlen uns total wieder zugehörig und die haben uns so super aufgenommen. Und der Kleine hier ist so süß, ja, super. Welcome to Kapana! Single quarters, Windhoek, Namibia. Yeah, we're gonna have some more food here. Yeah. And just explore the area. Yeah. Let's go! Ja? Wir sind ja gerade auf so einem Markt und ja, wir suchen uns jetzt gerade mal was zu essen mit meinem neuen Freund hier. Ja, ist alles ein bisschen anders als das, was man aus Deutschland kennt. High five, man! Wir haben jetzt gerade Brötchen gekauft und jetzt kaufen wir eine Tomatensalsa. Yeah, what is it? I buy it and I cook with it. Yeah. It's just, they call it bamboo spice actually, but I don't know what it is. But it's like a mix of everything. Oh, is it spicy? Amazing. It's amazing. We'll have some now. Yeah. You'll see, we have some like salt and some of this. Okay. And then you just dip it in the pickle. It's good. But I use it now. Yeah, that's awesome. So I'll buy you one to take it. That's awesome. See how they're making the salsa? Yeah. You see? And they mix it up. Vinegar, it's water. Then you have that with the beans. Okay. Oh. It's a bit spicy, so just have a look. Now it's put the meat up there and then they sell it to these guys and they just, yeah. So it's a whole informal business. Okay. Those guys
I mean, you get others who slaughter, yeah, and sell it to them. These right. guys cut it up, sell it to these guys. They then barbecue it, sell it to us. Cool. Tastes amazing. Very, very good. So good and so cheap. And cures a hangover as well. From like it's Zambia. A lot of Namibians, a lot of Zimbabweans, okay. A lot of Angolans, okay. DRC as well. Yeah, a lot of from Congo. Congo, yeah. Most of them. So this is a very, very, very informal area. Now yeah. we're driving the back road okay. to my place. Because okay. we're not taking the highway. But you'll see how far it goes and it just gets worse and worse. So poverty, there is real poverty in Namibia. But you must also remember these are people who come from other parts, other regions of the country yeah. seeking employment and work yeah. opportunities. That's crazy. And then they come and do this. Yeah. Because Windhoek is the second most expensive city in the world after Dubai.